Guten Tag, Herr Professor Bessler. Wir gratulieren Ihnen und Ihrem Team zur Nominierung der Zukunftsinitiative Niedrigenergiegewächshaus, genannt CINEG, für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Forschung. Herzlichen Dank. Herr Professor, wie ist diese Nominierung einzuordnen, beziehungsweise welche Bedeutung hat der Deutsche Nachhaltigkeitspreis? Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird seit 2008 vergeben. Bewerben können sich Firmen, Kommunen und Wissenschaftsverbünde, Forschungsverbünde, die besondere Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit erbracht haben. Eine unabhängige Expertenjury entscheidet dann darüber, wer für den Nachhaltigkeitspreis nominiert wird. CINEG läuft seit 2009. Welche Ziele wurden mit dem Projekt verfolgt? Wir haben versucht, die eingesetzte Energie, die in Gewächshäusern verbraucht wird, möglichst effizient zu nutzen und dabei natürlich den Ausstoß an CO2 zu reduzieren. Das ist uns in weiten Teilen auch in diesem Projekt gelungen. Bis zum 20. November kann jeder am Voting für den Nachhaltigkeitspreis teilnehmen. Womit qualifiziert sich CINEG in Ihren Augen für den ersten Preis? CINEG hat gezeigt, dass man durch die Maßnahmen, die wir hier zusammengeführt haben, bis zu 90% an Energie in der Gewächshausbeheizung einsparen kann. Das ist im Bereich der Nachhaltigkeit ein gewaltiges Ziel, was wir erreicht haben. Man muss natürlich fairerweise sagen, die beiden anderen nominierten Projekte sind auch sehr gut. Aber wir zeigen mit CINEG, dass Landwirtschaft, Gartenbau alles andere als langweilig und altbacken ist. Wir bringen moderne Technik und ein hohes Maß an Innovation mit hinein. Wer also ein Herz für Gartenbau und Landwirtschaft hat, der stimmt natürlich für uns. Ende des Jahres ist Schluss mit CINEG. Gibt es ein Nachfolgeprojekt? Ja und nein. Auf der einen Seite gibt es keine Projektförderung mehr, so wie wir sie in den letzten Jahren gehabt haben. Aber wir werden natürlich viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind, versuchen zu beantworten. Auf der anderen Seite muss man sehen, viele der Ergebnisse, die wir mit CINEG erzielt haben, sind bereits in den Neubau neuer Gewächshäuser eingeflossen, sodass man auch sagen kann, ein Teil des Projektes lebt in diesen Projekten weiter. Vielen Dank, Herr Professor Bessler, für das Interview.